Sie können den Kunden dann über den Menüpunkt benachrichtigen, per E-Mail benachrichtigen, dass seine Bilder online sind und ihm das Kennwort auch bei Bedarf nochmal zuschicken. Das Kennwort finden Sie ja immer hier auf der Seite Kundendaten. Eventuell haben Sie dem Kunden das auch direkt beim Shooting schon gegeben. Aber sonst könnte man auch hier über Benachrichtigen die E-Mail-Adresse des Kunden eintragen, eventuell noch eine persönliche Mitteilung schreiben. Hier könnten Sie den Betreff der E-Mail einstellen. Ansonsten steht dort immer, Sie können Ihre Fotos jetzt anschauen. Hier könnten Sie die angezeigte Adresse, wo der Kunde sich einloggen soll, nochmal ändern, wenn Sie möchten. Entweder zu einer langen oder einer kurzen Version. Darunter könnten Sie dann die Anrede oder auch die Sprache ändern. Die Sprache bezieht sich auf unsere voreingestellten Textbausteine. Ihre persönliche Mitteilung würde dann zum Beispiel nicht übersetzt werden. Soweit sind wir noch nicht. Ansonsten könnten Sie hier die Zugangsdaten und den Anmeldelink mitschicken. Dann könnten Sie stattdessen oder noch zusätzlich auch einen Direktlink mitschicken, dass man direkt in der Galerie landet und nicht nochmal das Kennwort eingeben müsste. Und Sie könnten auch noch Vorschaufotos anzeigen lassen. Wir wählen jetzt hier einfach mal alles aus und tragen unsere E-Mail-Adresse ein. Und im Anschluss können Sie das Ganze entweder erstmal nur speichern oder Sie versenden es gleich über Vorschau der E-Mail anzeigen. Hier sehen Sie dann die Vorschau, die Vorschaubilder, falls Sie diese in der E-Mail anzeigen lassen, sind natürlich auch mit dem Wasserzeichen geschützt. Und hier sehen Sie dann immer noch mal die Empfängeradressen. Man könnte auch mehrere Empfänger mit einem Komma getrennt eintragen. Und dann können Sie hier die E-Mail jetzt verschicken. Oder auch einfach wieder abbrechen.